Wasser plätschert, Sand rieselt, schwere Dinge fliegen mit Rums hinab. Im Fallenlassen von Gegenständen untersuchen Kinder die Gesetzmäßigkeit des freien Falls. Alles fließt, fällt, rollt, stürzt hinab. Auch das hochinteressante Wasser gehorcht streng diesem Gebot, von oben nach unten zu laufen. Ein weiterer Grund für stundenlange Untersuchungen am Wasserhahn. Und wenn ihr merkt, dass eure Kleinen sich in dieser Phase befinden, sie experimentieren mit dem Fallenlassen der Gegenstände, ist es der perfekte Zeitpunkt, denen die Möglichkeit anzubieten, mit ihren Experimenten unermannt fortzufahren. Diese Schüttübungen, die gehören im Bereich der Übungen des täglichen Lebens. Und eigentlich sind das die ersten Übungen, mit denen die Kinder, die kleinsten Kinder, die vielleicht ins Montessori-Kinderhaus kommen, die würden mit diesen Übungen anfangen. Schüttübungen gibt es in vielen verschiedenen, aufeinander aufbauenden Variationen und Schwierigkeitsgraden. Diese Übungen des täglichen Lebens nach Maria Montessori bieten den Kindern die Möglichkeit, ihre Bewegungsabläufe zu üben und die Auge-Hand-Koordination zu verbessern. Allerdings fängt man an, wenn die Kinder bereits 2-2,5 Jahre alt sind. Wenn dein Kind jünger ist und die orale Phase vorbei ist, kann man dem Kind eine große Schüssel mit Material füllen. Es könnte Pasta, Bohnen, Reis oder Linsen sein. Verschiedene Becher, Dosen, Löffel oder Trichter verstärken das Interesse am Umfüllen und Experimentieren. Man könnte auch zum Beispiel Murmelsteine oder Glassteine verstecken, die das Kind finden soll. In dieser Phase bekommen die Kinder die ersten sensorischen Erfahrungen mit Material, werden aber nicht frustriert, wenn mal was daneben läuft. Wenn das Kind ungefähr 2,5 Jahre alt ist, 2,5 Jahre alt ist, kannst du ihm diese Übungen hier anbieten. Du siehst, hinter mir ist ein ganzes Regal gewidmet nur diesen Übungen. Das wäre ja natürlich idealer Fall, wenn du die Möglichkeit hast, ein ganzes Regal nur diesen Übungen zu widmen. Wenn die Möglichkeit nicht da ist und du wenig Platz hast, ist es nicht so schlimm. Du kannst mit den einfachsten Übungen anfangen, dann rotierst du einfach die Übungen. Ja, wenn deinem Kind es schon langweilig ist, du wirst das Interesse nicht mehr da ist, dann ersetzt du das eine Tablett mit dem anderen Tablett. Und ich werde jetzt mit euch durchgehen. Da sind verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die Tabletts sind so platziert, dass sie von den einfachsten Aktivitäten bis zu den schwersten. Also links oben ist die einfachste Übung und rechts unten ist dann die schwerste Übung. Erste Kategorie ist die einfachste, das ist einfacher transferieren. Also wenn wir dem Kind einen Löffel geben, zwei Gefäße und das Kind transferiert Bohnen, Kaffeebohnen, Reis von einem Gefäß in das andere. Und wenn du diese Aktivität aufgesetzt hast, als erstes präsentierst du deinem Kind. Dabei musst du auf einige Sachen achten. Also in Montessori wird das still präsentiert. Man wird nicht wörtlich erläutern, was man tut, sondern man zeigt still dem Kind, was passiert. Genauso zeigst du deinem Kind, dass man das Tablett ganz vorsichtig mit zwei Händen vom Regal nimmt und ganz vorsichtig zum Tisch bringt. Noch zu beachten. Wie ich bereits erwähnt habe, man fängt mit einfachsten Sachen an und geht in Progression zu den schwersten. Die einfachsten Sachen sind solche Aktivitäten, die, wie bereits eben gezeigt, mit dem Löffel ja, zum Transferieren. Wir transferieren Bohnen von einer Schüssel in die andere. Wir transferieren Bohnen in zwei verschiedene Gefäße. Das ist jetzt Schwierigkeitsgrad 2, wo das Kind das gleichmäßig aufteilen soll.
Schwierigkeitsgrad 3 könnte sein, zum Beispiel man nimmt, also ich habe hier zwei gleiche Gefäße in gleicher Größe. Man könnte aber dem Kind anbieten eine kleinere Schale und eine größere Schale. Und das wird auch wunderbar die Auge-Hand-Koordination trainieren. Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, bieten wir nun ein feineres Material an, zum Beispiel Sand. Es könnte aber auch Grieß oder Couscous aus der Küche sein. Hier wird Konzentration der Kleinen sehr gefragt, da man den Sand mit dem Löffel ganz vorsichtig bis zum anderen Gefäß bringen soll. Auch eine Körperbeherrschung ist gefragt. Die Hand muss entsprechend koordiniert und gedreht werden. Hier habe ich ein Glasgefäß mit dem Trichter. Es ist immer spannend für die Kinder zu beobachten, wie der Sand durch den Trichter läuft. Also von gröberen zu den feineren. Die Arbeit fängt erstmal mit dem Löffel an und danach übergehen wir zu den Schüttübungen, zu den trockenen Schüttübungen. Du wirst sehen, hier wiederholt sich die Art der Übung. Als erstes schütten wir Reis von einem Kännchen in die andere. Die Übung, die etwas schwerer ist, ist, wenn man aus einem Gefäß in zwei verschiedene gießen soll. Hier machen wir ähnlich wie oben, da haben wir es einfach mit dem Löffel transferiert. Hier gießen wir. Und die dritte Stufe ist zum Beispiel, muss das Kind bei einem bestimmten Zeitpunkt stoppen. Und das hier ist mit dieser Linie gekennzeichnet, also das Kind gießt so weit, bis es diese Linie erreicht hat. Das heißt, wir schütten nicht das Wasser von einem Kännchen in das andere, sondern wir schütten zum Beispiel Reis. Wieso macht man das im Montessori? Man möchte dem Kind Erfolgserlebnisse anbieten. Man möchte das Kind nicht gleich überfordern. Deswegen ist es wichtig, diese Gradierungen durchzugehen, die Stufen durchzugehen. Und erst wenn dein Kind sicher ist mit diesen Schüttübungen im Trocknen, kannst du dann weiter zu der nächsten Stufe übergehen. Und das sind die Übungen mit dem Wasser. Das Kind baut die Fähigkeiten aufeinander auf und gewinnt an Selbstbewusstsein. Wenn das Kind sehr sicher ist mit den Trockenschüttübungen, ja, wenn das klappt und nicht so viel daneben geht, kannst du bereits zu der nächsten Stufe übergehen und dem Kind das Wasser anbieten. Ihr werdet merken, dass ich ein buntes Wasser habe. Ich habe das einfach mit der Lebensmittelfarbe gefärbt, damit das Kind das besser sieht, damit es ein bisschen lustiger ist. Ja. Und ja, wir haben durchsichtige Gefäße und ich glaube, es ist viel besser und attraktiver für das Kind, wenn er so ein Tablett mit so einem grünen, grünlichen Wasser sieht. Was auch sehr wichtig ist, die Aktivität von links nach rechts anzubieten. Das heißt, wenn ihr dem Kind das zeigt, A, sitzt das Kind neben euch. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass ihr die Aktivität, wenn er das aufsetzt, dass er das von links nach rechts macht. Einfache Erklärung, man vorbereitet das Kind auf das Schreiben. Wir schreiben auch von links nach rechts und so werden auch die Übungen in Montessori immer präsentiert, von links nach rechts. Und bei den Gießübungen werdet ihr sehen, ich zeige es euch nachher, das ganze Regal, das geht genauso in gleicher Abstufung. Zuerst gießen wir von einem Kännchen in das andere, danach gießen wir von einem Kännchen in zwei verschiedene Gefäße. Und die dritte Herausforderung ist, von einem Kännchen in drei verschiedene Gefäße zu gießen bis zu dem bestimmten Punkt. Ihr müsst auch nicht drei nehmen, ihr könnt nur einen nehmen und das markieren. Ich habe das einfach mit dem Klebeband gemacht und das Kind stoppt, sobald das Wasser diese Linie erreicht. Die Aktivität bereitest du auf einem Tablett vor und die Gegenstände werden in eine Schreibrichtung von links nach rechts angeboten. Es soll auch alles Nötige auf dem Tablett sein. Wenn es Schüttübungen mit Wasser sind, sollte man auch ein Schwämmchen beilegen, damit man der Konzentration des Kindes nicht stört und es alles Nötige auf einem Tablett vorfindet. Die Gefäße sollten nicht zu groß sein und damit den kleinen Händchen unserer Kinder angepasst sein. Schön ist auch Kännchen mit einer Ausgussrinne zu haben, damit es für die Kleinen einfacher wird zu gießen. Natürlich kann man auch andere Gegenstände nutzen, was man so zu Hause findet.
Ich finde solche Glas-Joghurtbecher gut geeignet und man kann denen ein zweites Leben schenken. Und die Kännchen müssen dann auch nicht extra angeschafft werden. Wichtig ist auch, dass es Naturmaterialien sind. Also es muss schon Glas sein, Porzellan, kein Plastikgeschirr, damit das Kind wirklich auch dieses Gewicht spürt. Wenn erst das Kind mal das Tablett mit dem Wasser zum Tisch bringt, muss es ein bisschen Gewicht haben. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr einfach keine Lust habt, das Ganze aufzusetzen und vielleicht keinen Platz habt und euch Sorgen macht, dass es vielleicht mal die ganze Zeit daneben läuft, ihr könnt einfach das Kind in die alltäglichen Sachen integrieren. Wie ich bereits erwähnt habe, diese Schüttübungen, die ist dem Bereich Übungen des täglichen Lebens gewidmet. Und wo wir nicht zu Hause, könnte man diese Übungen des täglichen Lebens praktizieren, ohne bestimmte Tabletts und ohne bestimmte Regale zu haben. Zum Beispiel, wenn ihr backt, ja, da kann das Kind wunderbar Mehl oder Zucker oder andere Sachen von einer Dose in die andere transferieren mit dem Löffel. Und das ist ja ähnlich wie hier präsentiert, die Übung, die man auch nebenbei machen könnte, ja, und das Kind involvieren und fragen, ob das Lust hat mitzumachen. Das Schöne daran, wenn man so ein Zimmer hat mit der Umgebung, wo man das alles gestalten kann, ist, dass das Kind Freiheit hat, Freiheit der Wahl. Wenn er in dem Moment Interesse hat, die Schüttübung zu machen, dann kann er ruhig zu diesem Regal gehen, sich Tablett nehmen und ich muss mir nicht jedes Mal überlegen, soll ich ihm jetzt heute diese Schüttübung aufsetzen oder nicht. Hast du noch irgendwelche Fragen? Falls ja, schreib gerne in die Kommentare. Ich freue mich, dich in einem nächsten Video zu sehen und ich hoffe, das Video war hilfreich und inspirierend, vielleicht mal zu Hause auch ein kleines Montessori-Regal aufzusetzen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!